Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Traveler's Rest mit eurem Erik Vikingson und mit unserem Grantelbart, gerade frisch aufgestiegen. Es ist Montag, es ist Tag der Trends. Wir werden heute zum Trendsetter, hoffe ich. Warte, mach die mal zu. Ne? Du weißt, hier gibt es auch Besuch. So, dann werden wir mal gucken, wie das Ganze heute läuft. Wir streichen natürlich erstmal die Karte. Genau, so. Dann habt ihr mir geschrieben, und da habt ihr recht, dass ich hier noch so einen ganz hässlichen, komischen Blumentopf habe. Der meine Wertung noch runter nimmt. Jetzt nehmen wir den mal weg. Mal gucken, ob die 70 dann weg sind. Ah, nicht wirklich. Aber es sieht schon besser aus. Da habt ihr schon recht, dass der weg muss. Ein Hauch, ja. Meeresfeeling haben wir ja jetzt auch mittlerweile hier drin. Durch diese schöne Duschdecke. Und natürlich dieses Teil hier oben. Und Kerzen und so weiter haben wir auch aufgefüllt. Das passt. Wegen dem Essen. Gucken wir uns jetzt nochmal ran. Welche Möglichkeiten wir da haben. Wir haben hier, glaube ich, Weißwein drin. Ne? Genau, Weiß- und Rotwein haben wir ja noch in der letzten Folge gemacht. Das passt. Dann können wir das unten reinbauen. Und dann holen wir unsere Trendgeschichten gleich mal. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir nochmal ein Rosé drin, der gerade durchreift. Dann machen wir hier nochmal den rein. Und hier nehmen wir jetzt dann unsere Biere raus. Zack. Und machen da den Weißwein rein. Hallo? Genau. Und der ist auch gereift, dann nehmen wir den raus und machen hier nochmal den Rotwein rein. Dann sind wir hier erstmal absolut on top. Sehr schön, finde ich gut. Hier brauchen wir noch natürlich eine wunderschöne Kerze. So, was haben wir denn hier drin? Hier drin könnten wir dann das Bier reintun, das wollen wir aber nicht. Wir machen hier das Bier noch rein. Wir haben hier drinne das Bier. Was haben wir jetzt noch einstecken? Starkbier ungereift. Oh nee. Da habe ich nicht aufgepasst jetzt. Das war gereift und das muss da noch rein. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Super. Ich glaube, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bin mir aber nicht sicher. So, das wollen wir auf jeden Fall anbieten. So, da kommt unser Heidelbeersaft rein. Hier haben wir nochmal einen schönen Rosé drin. So, hier haben wir das drin. Hier haben wir nochmal ein lilanes Lager. Das ist jetzt ein Lagerbier gereift aus Weizen und Bitterhopfen. Und hier haben wir eins aus Weizen und Bitterhopfen. Dann kann man das doch eigentlich gleich damit reintun, oder nicht? Dann machen wir das auch hier rein. Was wir drin haben, haben wir drin. Ne? Dann gibt es da dasselbe Bier. Und hier haben wir nochmal ausgereiftes Amber. So, da ist Rosé drin. Dann haben wir das auch. Boah, jetzt muss man kurz hier nachgucken wieder. Dann haben wir hier das Essen drin. Das reicht uns auch vollkommen zu. Dann sind wir hier erstmal, was das angeht, durch. Dann sind wir auf jeden Fall in den Trends. Das ist doch schon mal ganz cool. So, in dem Mülleimer verschwindet jetzt definitiv die hässliche Blume hier. Dann holen wir unser Wasser wieder. So, dann gucken wir kurz auf unsere Tafel, was da abgeht. Tee, Getreidebrei von Gerste. Oh, den könnte man eigentlich herstellen. Getreidebrei von Gerste. Das müsste man doch hinkriegen. So. Der war hier, ne? Ne, hier war der. Getreidebrei von Gerste. Wie gut ist das denn? Passt. Dann haben wir das auch. Da bin ich doch ganz happy. Da geht auch die Musik endlich wieder los. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir natürlich hier oben. Zwecksmäßig dem Gießen. Ja, wird natürlich alles mitgenommen hier. So. Es ist so gut, wenn die Ernte dann ausgeht. Ich glaube, hier oben unsere Zwiebeln sind auch fertig. Oh, hier ist vertrocknet. Eieiei.
So, da blüppt wieder. Da müssen wir auch gießen. So, sehr cool. Dann sind unsere Trauben fertig. Also man sieht dann schon, wo nicht gegossen ist, dann sind die auf jeden Fall erstmal so verwelkt. Das heißt, das ist der nächste Indikator dafür, dass wir da gießen müssen. Sehr schön. Nee. Zack. Und zack. Dann hätten wir das. Da müssen wir, glaube ich, nicht gießen. Hier sind wir, glaube ich, in der Ernte. Jo, unsere Karotten. So, da werden wir jetzt auch nichts pflanzen. Unsere Heidelbeeren haben wir. Und hier unsere Böhnchen. Die sind auch fertig. Sind die auch schon fertig hier? Ne, die Zwiebeln brauchen wir noch. Die Zwiebeln oder der Frühlingslauch, der braucht er. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier die nächsten Holzbretter. Haben wir unsere nächsten Kupferbarren. Zack. So. Dann müsste der Getreidebrei fertig sein und dann können wir eigentlich schon mal heute die Trends starten. Sieht doch ganz cool aus. So, Getreidebrei ist fertig. Unsere Gemüsekiste müssen wir natürlich wieder bestücken. Zack, zack. Zack, zack. Ne, warte mal, das lässt sich hier. Heidelbeersaft würde ich auf jeden Fall nochmal welchen machen. So, war noch irgendwas, was wir machen konnten mit Karotten oder so. Ich will noch mal kurz in die Trends gucken, nur dass ich einmal das noch gesehen habe. Falls wir da noch was herstellen können, was wir jetzt gerade angepflanzt haben. Wir Karotten, Salat oder irgendwas, was gerade geil kommt. So, wir werden aber kurz das hier machen. Sehr schön. Das hat super funktioniert. Dann gucken wir auf die Trends. Die sind dieses Jahr on. Wir sind jetzt hier in den Trends, ne? Also das haben wir. Die Rübencremesuppe haben wir. Da geht nichts. Da haben wir die Fabada. Das Starkbier ist leider nicht fertig geworden, aber das ist morgen fertig. Den Fruchtsaft, den haben wir von der Heidelbeere. Wir haben das Lagerbier vom Hopfen auch da. Also trendmäßig gesehen sieht das sehr, sehr gut aus. Finde ich geil. Bin ich richtig happy, dass wir das hinbekommen haben. Jetzt gucke ich noch mal kurz, ob wir irgendwas skillen können. Da haben wir keinen Fertigkeitspunkt bei unserer Püppi. Da ist auch alles super. Da sind wir jetzt auf Feinschmecker. Mehr Preis. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auf. Unser erster Tag in den Trends. Alles ist fertig. Let's go. So. Oh, wir warten auf unsere ersten Gäste. Da geht's los. Einmal Bratfisch. Rübencremesuppe, nochmal ein Fisch. Boah, die Rübencremesuppe. Boah, die war gerade voll. Jetzt gerade 6 Silbermünzen. Jo, das läuft doch aber gut gerade. Nein, falsch. Okay, Püppi ist da. Sehr gut. Hier muss ich nochmal kurz was ändern. So geil.
Alles, was wir jetzt herstellen, oder alles, was wir jetzt bekommen an Silbermünzen, Goldmünzen und Bronzemünzen, die wir da haben, werden definitiv, hallo? Kannst du den bitte sauer machen? Rantel. Okay. Entweder war der Tisch nicht dreckig oder es hat einfach ausgereicht. Noch 5 Goldmünzen, wir kommen den Hühnerstall entgegen. Ich bin so happy. Jetzt gucke ich nochmal, der muss doch zu wischen gehen hier. Jetzt. ...71, sehr gut. Danke, Püppi. Yo, 78, das läuft. Das finde ich gut. So, das Emberbier ist jetzt leer. Das Starkbier können wir dann, denke ich mal, morgen reinpacken. Dann haben wir da auch wieder was Neues an dem Tag. Boah, die Rübensuppe mit 6 Silbermünzen ist fett. Richtig gut, ey. Ich gehe mal kurz in die Küche, um zu gucken, ob wir noch Rübencremesuppe dann herstellen können. Dafür brauchen wir Frühlingszwiebeln, die haben wir ja angepflanzt, ne? Den Rest haben wir da. Irgendwie wird hier gerade wieder gepöbelt. Schon wieder du? Da gibt's aber mit der groben Kelle hier, Fräulein. Also die Trends sind super. Ich hatte erst Befürchtung, dass sie vielleicht schwachsinnig sind, aber die bringen uns richtig gutes Geld. Wir haben richtig gut zu tun. Und wir könnten steigen. Jetzt so langsam dann. Ist zwar jetzt noch keiner für die Zimmer da, aber... Es ist ja erst Montag, ne? Und vor allen Dingen Folgen hatten wir ja erst Montag Ruhetag. Also bis dahin, es hat sich ja schon mal sehr viel gesteigert hier. So, wir machen auf jeden Fall heute ein bisschen früher zu, denn ich möchte noch gucken, ob ich einen Truthahn finde. Boah, die Rübensuppe ist super, ey. Wie sieht's denn gerade aus hier? 23, 9, 14, 15. Boah, Grillfisch reicht auch. Also wir haben echt viel da. Oh. Während ich serviere, pöbelt sie. Kann ja nicht wahr sein hier. Ich denke mal, wir machen heute bis 21 Uhr, maximal 22 Uhr, dass wir nochmal in den Wald gehen können. Sehr schön. Ah, sehr gemütlich, sehr easy, sehr, sehr cool. Das Essen kommt super an.
Kerzen sind alle noch da, ne? Ich überlege halt wirklich, ob wir uns noch einen zweiten Besen holen sollen. Danke dir. Ach, das läuft mit ihr. Das ist so gut. Ja, 22 Uhr machen wir Schluss. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, was zu machen draußen. Sehr schön. Und ich denke, da, wenn wir dann unsere eigenen Eier haben und können mit den Eiern dann was anstellen, umso mehr Geld bekommen wir dann wieder. Wenn wir jetzt die Rübensuppe nehmen, die bringt halt richtig gut Geld. Die sollten wir auch auf der Karte lassen. Und dafür brauchen wir halt dann Hühner. Dann hätten wir die Hühner, wir hätten die Eier. Passt. Die Sache mit den Zäunen, die habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Man kann Zäune bauen. Ich möchte sie nämlich nicht kaufen wollen. So, eine Stunde lassen wir noch auf jetzt. Grantl ist auch super zufrieden. Jetzt stell dir mal vor, der Gastraum ist dann bald fertig und ist so groß, was wir einnehmen könnten. Also wir haben bis jetzt 3 Goldmünzen eingenommen für den Tag. Das ist eigentlich angesichts der, was du eigentlich so verdienen kannst hier, schon gar nicht mal so schlecht für den Anfang. So, wir sind durch. Letzte Runde. Sehr, sehr schön. Das hat sich gelohnt. Finde ich super. Dann gehen wir auch raus. Der Besen macht den Rest. Und wir gehen mal gucken, ob der Truthahn da ist. Hol noch ein bisschen Material hier. Ich würde sagen, das war der erste erfolgreiche Tag in den Trends. Muss ich wirklich sagen. War gut. So. Ist er hier? Ach, die Sau. Wie schön wäre es gewesen. Das X lasse ich jetzt mit Absicht dort. Schade. Gut. Dann gibt es keinen Truthahn. Aber wir haben ja noch ein bisschen Brühe da. Gucken wir mal, wie es morgen dann aussieht.
in Sachen unserem Starkbier, weil das brauchen wir definitiv. So. Sehr gut. Gut, dann war's das. Dann ist der erste Tag wunderschön vorbei. Also wir haben 3 Goldmünzen gekriegt. Das ist sehr, sehr geil. Es ist leider keiner dazugekommen, der bei uns übernachten will, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Da können wir eventuell sogar einen Wein anbieten demnächst. Oder wir machen hier noch das rein und dann ist das gut so. Genau. Jo, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schöner Abend. Achso, wir schlafen ja hier gar nicht mehr. Habe ich natürlich wieder vollkommen vergessen. Wir pennen ja jetzt hier oben. So, der Grandelbart sagt gute Nacht und ich sag bis morgen. Tschüss.